So, jetzt muss ich ihn nochmal in-game schalten. Gerne. So. Schlurf, schlurf, schlurf. So, mal gucken, ob sich die Kamera jetzt nochmal verbinden lässt. Probieren es noch ein drittes Mal heute. Hui. Ein bisschen gewöhnungsbedürftig, dass er jedes Mal auch so, wie, wenn er die Werkzeuge so ausrüstet, dann zeigt das ja mal in so einer kleinen Animation. Mhm. Muss ich sagen, bin ich ein bisschen ungeduldig für. Das ist, habe ich das Problem, weil ich bei Dragon's Dogma, da ist immer, wenn du das Menü öffnest, so, dauert so eine halbe Sekunde, bis das Menü geöffnet ist, so, weil das dann so reinploppt, wenn man es möchte. Und das macht mich wahnsinnig, weil das immer so eine halbe Sekunde ist und das. Ich bin gewiss, aber viel im Menü unterwegs. Ja. Und das ist irre. So, guck mal, die Kamera sieht bis jetzt ganz gut aus. So, bitte mal eine Rückmeldung in den Chat, wenn die Kamera wieder ruckelt. Dafür. So, aber es sieht gut aus. Also bei mir ist gerade sowieso total Verzögerung, aber ich glaube, das liegt eigentlich gerade nur eher am OBS und der Darstellung. So, genau, müssen wir uns dann umgucken. Also, wir können hier mal auf die Karte gucken. Hinter uns soll Wasser sein. Da ist so ein kleiner Teich direkt hinter uns. Das ist riesig. So nach Nordwesten. Ja. Nordwesten hier. So. Ja. Ah, hier, ja, den Teich kenne ich. Ah, ich weiß. Ah, jetzt weiß ich auch wieder, wo wir sind. Hier ist leider noch kein Teich. Hier kommen wir erst hin, wenn wir eine Verbesserung haben. Ach so, okay. Stimmt, also, da waren wir können ja wir vorhin. Die Steine wegmachen. So, ich hatte, ich kann dir mal zeigen, wo ich war, als ich die Demo gespielt habe. Fand ich da gar nicht so schlecht. Ja, gerne mal weil hier hinten war nämlich so ein Fluss. Jetzt muss ich gerade ein bisschen überlegen. Das war hier rechts. Ah, das ist doch dab cozy. Ja. Ich auch, ey. Warum? Okay, der Fluss scheint nicht mehr hier zu sein, kann das sein? Also hier rechts ist auf jeden Fall Wasser. Aber es ist nicht der Fluss, ne? Nee. Also ich dachte, hier wäre doch. Hat sich die Map nochmal geändert? Was so aus? Ja, vielleicht war es ja noch ein älteres Bild natürlich. Gut, sind Demos ja meistens. Wo die dann wirklich dann nochmal essentiell an der Map dran waren. Eine Demo-Map oder eine Demob. Eine Demob. Also hier vorne ist es halt schön flach und weiträumig. Ja. Aber ich bräuchte halt wirklich Wasser, weil das siehst du, wie schnell das dann eher gegangen ist. Ne? Ja, voll. Ich habe hier einen kleinen Bach gefunden. Ja. Ist der das? Aua. Vorsicht, 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 tiefes Wasser, sagt er. So tief sieht das ja, nicht ja, aus. Ja, ich wurde schon einmal zurückgesetzt. Ich glaube, weil ich hier runtergesprungen bin. Ist auf jeden Fall ein Bach. Ja, dann wird das der wahrscheinlich sein. Bin ich wahrscheinlich einmal zu früh abgebogen. Ein kleiner Bach. Die Aussicht ist auch geil da hinten auf die Ruine. Mhm, die Ruine gucken wir uns nachher auch nochmal an. Aber dachte ich mir, lassen wir uns erstmal ein bisschen Zeit hier beim Erkunden. Wir haben ja alle Zeit der Welt. Aber die Fläche ist hier natürlich nicht so riesig. Vor allem nicht in der Ecke. Ja, das ist wahr. Hier, kleiner Bachi. Ja, hier war das. Ja, hier war das. Ich habe hier vorne auf dem Hügel, hatte ich mein Haus gestellt, bis ich festgestellt habe, dass die Häuser sehr schnell sehr groß werden. Ja, ich hätte das gedacht, wenn man in einem Spiel mit Mechs spielt. Also wirklich, also hätte man mich auch mal darauf hinweisen können. Aber schön, dass du es verstehst, danke. Ja. Gern geschehen. Gerne wieder. Bin allzeit bereit. Nice. Helfe gerne. Fuß auf das Verlassen. Hier ist Wasser hier unten, aber wir müssen halt noch runterlaufen. Also ich hätte schon eigentlich hier oben gesagt, irgendwo hier so, ne? Wo es hier schön. Ja, hier ist halt viel Platz auf jeden Fall. Richtig, richtig. Also es ist da vorne ja auch noch. Was haben wir denn da vielleicht? Eine
einige Stellen, die relativ... Okay, hier ist auch sehr wuselig. Wahrscheinlich gibt es keine Ausdauer. Man kann immer rennen, ne? Ja. Ja. Oh, hier sieht... Oh, das sieht gut aus. Genau wie ich. Das ist direkt Wasser komplett und eine riesige Fläche. Sehr gut. Ich bin leider gerade aus Versehen ausgestiegen, weil ich die X gedrückt gehalten habe. Das ist okay. Ich glaube, das hier sieht ganz gut aus. Wir sind hier direkt am Wasser. Oh ja, das sieht aber schön weitläufig aus. Dann. Ja. Ja, das war perfekt. Mal gucken, ob das für uns beide zählt, wenn wir jetzt das Zelt bauen. Oder ob wir beide ein Zelt bauen müssen. Ja, das sieht doch gut aus hier vorne. Mega cool. So, dann lass uns mal bauen, ich glaube. Was müssen wir eigentlich bauen? Warte mal, einen Schlafplatz, eine Pflanzenkiste, also die Beete funktionieren hier in Pflanzkisten. Mm. Also man baut nicht, man gräbt jetzt nicht einfach nur den Boden um, ich glaube, das macht die Engine nicht mit, obwohl es ist ja an wie ein so ein 5. Kleines aber Zelt. Baue ich mal den Schuppen, den Werkstattschuppen. Baue mal ein kleines Zelt. Oh, das ist ja richtig klein hier. Mhm. Aber du kannst aussteigen und dann siehst du, wie süß aus. Süß. Pack das Zelt erstmal so an die Seite hier. So. Guten Tag. Hey, na? So, Maximum hinzufügen das. Zack. Ja, ja, für mich auch gezählt. Sehr gut. Ah ja. Super. Fehlen noch. Ich guck mal wegen des Futterofens. Holz. 24 Holz. Okay, ich muss Holz sammeln. Futterofen. Du bist keine. Du bist eine Lagerkiste. Briefkasten. Ja, es sind viele. Das Spiel funktioniert, das habe ich erst nicht so richtig verstanden. Wenn du um das Zelt, wenn du es gebaut hast, wenn du was stellst, siehst du darum so eine Art Bereich, so einen blau eingerahmten Bereich. Und das ist quasi der Cozy-Bereich, wenn du so möchtest. Also du stellst da Dekorationen hin. Und je nachdem, wie viele Dekorationen da drin sind, bekommst du einen gewissen Wohlfühlwert. Den siehst du dann auch, wenn du dir dein Haus mal anguckst als ausgestiegener Charakter. Und je nachdem, wie groß der Cozy-Wert ist, kannst du verschiedene Boni freischalten, die du bekommst, wenn du schlafen kannst. So, jetzt hier mal so eine Ölpresse oder was, das ist gebaut. Ja, warte mal, bauen wir noch nicht. Bauen wir mal in den... Achso, du hast sie da reingestellt, ne? Das ist ja, genau. Jetzt habe ich die da reingestellt. Ne, da drin ist richtig, da soll die drin sein. Ah, okay. Auch der hat so einen Bereich und alles, was da drin ist, hat eine Chance, eine Verbesserungschance. Hätte ich die vielleicht ein bisschen näher an den Rand, also an die Wand stellen. Ja, aber du kannst es auch einfach wieder einsammeln. Wie geht denn das? Ich glaube B gedrückt halten, B drücken und dann hast du was bei Recycling-Modus. Da richtig. In den Baumodus gehen und dann recyceln. Ah ja, okay. Okay, gut, dann stelle ich das ein bisschen näher an die Wand. Also da kommen mehrere Sachen rein in die Werkzeugschuppen. Die Werkzeugschuppen sind relativ essentiell am Anfang. Aber schön, wie sie einem direkt am Anfang so zeigen, so hier, bau jetzt einen Futterofen, aber dafür brauchst du schon Öl und dafür musst du schon mal hier das nächste bauen. Das finde ich ganz schön, dann kann man da halt auch selber mal ein bisschen sein Brain benutzen, ohne direkt überfordert zu werden mit so vielen Möglichkeiten. Ich hoffe, es passt so. Dann stellen wir auch einen Futterofen dazu. So. Denn du siehst, wenn du das jetzt reinstellst, siehst du auch da so eine Verbindung quasi zu dem. Siehst du das auch? Ich kann es nicht sehen. Ich kann es nicht sehen, aber. Okay. Also man sieht dann da so einen Strich quasi zwischen dem Blau, zwischen der Blaupause, die du stellst, und dem Ofen, dem Schuppen. Und dann sieht man, okay, der wird vom Schuppen dann. Das kenne ich von Outpath irgendwie. Da hast du ja auch super viele Werkzeug, Stationsketten irgendwann. Und da zeigt er dir das dann auch über die, so ein bisschen über die Linien und so an, damit du halt weißt, was da auch miteinander kommt. Genau. Ist ja kein neues System, wie hieß es noch? Nightingale war es auch so. Das Spiel, das ich mittlerweile schon wieder aus meinem Hirn gelöscht habe. Und das eben, was du mit dem Cozy-Bereich meintest, das war halt dieser gestrichelte Bereich um den eigenen Schlafplatz und so rum, ne? Genau, und der wird halt auch größer. Also du stellst dann her richtige Häuser hier auf, richtig große Häuser, und die werden dann halt essentiell größer. Ja, okay. Ja, da macht es ja auch Sinn, sein Haus wirklich irgendwo in eine Fläche zu stellen, wo drumherum viel Platz ist, ne? Weil wenn... Total. So wie jetzt hier im Wasser, geht's in dem Zelt noch, aber...
Genau, genau. Also könntest jetzt zum Beispiel einen, was hatten wir noch hier? Einen Briefkasten hatten wir irgendwo? Da. Genau, dann können wir jetzt hier reinstellen. Briefkasten. Genauso wie Zäune. Zäune gelten auch als Kursbereich. Platsch. Als würde ich Kaugummi herstellen. Nice. Platsch. Süß, das animiert ist. Die Details, dass es so richtig sich dreht, alles ja. Und so. Also es ist ganz viel Liebe zum Detail. Ich finde das auch sehr. Schön. Holz ist drin. Machen Sie jetzt gerade mal Öl hier für dieses Futterdings da. Sehr gut. Ich bin gerade dabei, nochmal Steine einzunehmen. Du hast wahrscheinlich mehr Steine dabei als ich. Aber 20 ist schon ein bisschen mehr. Mhm. Ah, Mensch. Ich habe gesehen, ich hatte sogar schon Öl da. Ich hätte das wahrscheinlich gar nicht herstellen müssen. Aber macht nichts. Tag 4. Ich finde es schön, wie ich deinen Spielernamen dann so. Ja, genau das wollte ich gerade sagen. Du denkst dich so, oh, war schön, so Kapitelende so gefühlt. So. Oh, Spielernamen. Ja. Und das wäre so geil gewesen, weil das ja so voll schön ist, ne, mit dem. So, ja, ja. Tag 4, ein neuer Tag bricht an und im Hintergrund XX Aimlord, Motherfucker Destroyer 360 No Scope XX. Mother Destroyer 86. Mother Destroyer 2013. So, eine Pflanzkiste brauchen wir noch oder bist du da schon dran? Genau. Nee, ich habe hier eine normale Kiste mal gestellt. Da können wir dann Sachen theoretisch auch austauschen, oder? Dann ja. Mal Holz sammeln. Ich lasse dir mal die Pflanzenkiste. Oh, die Musik ist aber so entspannt. Also, ist leider immer derselbe Titel, aber es ist so entspannt, dass ich jetzt mal einpennen könnte. Ja, ja. Also wenn ich jetzt, ich glaube, irgendwann wird vielleicht auch mal meine Playlist angemacht werden, denke ich. Irgendwann hängt es mir, glaube ich, zum Hals raus. Ja. Wenn man jetzt so nebenbei so talkt, geht das halt. Aber irgendwann, ich finde, das macht dann auch irgendwann bräsig. Das ist leider. Aber auf jeden Fall schön umgekehrt. Wir müssen mal gucken, ob ich den Speicherstand irgendwo finde hier von unserer Welt. Da kann ich ihn einfach in eine Cloud laden oder sowas, weil du mal irgendwann alleine spielen willst oder ich gerade keine Zeit habe. Oder ja. So, dass du dann den Speicherstand auch weiterspielen kannst. Ne? Und dann einfach lädst du ihn wieder hoch und derjenige, den halt postet dann. Ah, ja, das ist halt, ja, das ist natürlich geil. Ja, das stimmt. Das können wir natürlich machen, weil dann. Gucken, ob es geht. Dann kann man so eine Art. Ja, ja, das kann man mal ausprobieren. Dann kann jeder so eine Art. Finde ich so schön, Gronkh nennt das immer ZDF, zwischen den Folgen. Ja, genau. Wenn er quasi, weil er spielt ja in Shrouded mit Tobi zusammen und wenn die halt ja. Er jetzt mal mit Tobi nicht spielt, dann geht er trotzdem halt ein bisschen bauen oder so oder geht Dinge sammeln. Mhm. Und wenn man das halt machen möchte, ist das natürlich ganz nice dann. Muss so. Man halt natürlich trotzdem ja gucken, dass man sich ein bisschen abspricht, wer wann spielt, weil sonst haben wir nachher zwei Spielstände, wo was passiert ist. Ja, genau, genau. Also man sollte wirklich nicht gleichzeitig dann spielen. Wenn ja. Man gleichzeitig spielt, kann man auch zusammen spielen. Ja. So, die Pflanzkiste. Ich guck mal, wo kann man die denn am besten hinstellen? Die ist noch relativ, wirklich noch relativ klein, wie du siehst. Ja. Ne? Aber schon, ja, so genau, so in die Richtung. Irgendwo, obwohl eigentlich vielleicht ein bisschen näher ins Wasser. Jetzt hier hinter den Schuppen irgendwo. Hinter dem Schuppen vielleicht, ja. Den Schuppen mal natürlich dumm gestellt dann, aber dann können wir direkt Wasser holen, ne? Ich finde es auch schön, dass das Terrain halt zwar sehr recht uneben ist, aber der jetzt nicht irgendwie wie bei Ark, weißt du, wo dann gleich alles so halb im Boden versinkt, Gott, wenn du es jetzt hinstellen würdest. Ja, ja. Ich packe es, glaube ich, jetzt einfach mal hier so hin. Ihr schlafen, wenn wir noch gehen müssen, das können wir nach Abend packen. Stelle ein beliebiges Öl her. Hat das nicht schon gemacht? So. Pflanze einen Samen, einen Erdhügel. Hab ich schon einen? Achso, wir haben doch die. Jetzt hätte ich gerade fast Sprösslingsdestroyer gesagt. Sprösslingskanone. Sprösslingsdestroyer. Ich weiß auch nicht, ey. Warte mal. Nee, das funktioniert so nicht. Geht nicht mit der Samen. Kanone oder. Nee, Sprösslingskanone oder Samengewehr? Nee, Samengewehr muss es ja sein. Samengewehr. Genau. Ich baue ja keinen. Sprösslingskanone wäre für Bäume. Ja, das dachte ich mir schon. Ah! Ach, das ist süß. Das ist ja geil! Aus ploppt auch wieder so schön.
Das ist so satisfying einfach. Was ich ganz cool finde, und das entschleunigt das Spiel halt auch, dass wenn du jetzt so in das Pflanzenöl zum Beispiel, kannst du immer nur ein, also du kannst mehrere Sachen auf einmal in Auftrag geben, ja, aber es deckt nicht, sondern du hast dann quasi 5 Aufträge, 5-mal dasselbe Pflanzenöl. Und das Pflanzenöl dauert dann halt aber auch immer seine Zeit. Also es dauert fest, irgendwie, keine Ahnung, 30 Sekunden oder so. Mhm. Das heißt aber, dass du da nicht stehst und quasi 5-mal Pflanzenöl auf einmal herstellst, sondern du stellst dann halt in 3 Minuten 5 Pflanzenöl her. Und das ist halt irgendwie, das entschleunigt halt, weil du dann halt auch die Sachen erwartest. Du machst dann halt andere Sachen währenddessen, ja, dann läuft das halt durch und dann gehst du wieder hin, sammelst ein. Ja, das ist so ein bisschen nicht so, dass du wie bei Ark, wo du dann halt mehrere Sachen gleichzeitig erstellst. Ark ist ja auch ein ganz anderes Zielgebiet, ne? Aber ja, ja, ja. So. Gut, super. Bei Scheuche 10 Tiere. Sollen wir Futter am Futterofen machen? Ah ja. Ich hab Öl. Einfaches Futter hier. Du kannst ja auch mal 2. So. Nein. Pflanze einsammeln in Erdhügel, in einen Erdhügel. Hast du das nicht schon gemacht gerade? Ja, eigentlich schon. Dann shit. Zählt das für mich nicht mit, das ist doch witzig. Kann man dir, oh, kann man vielleicht einen rausnehmen sonst und du machst wieder einen raus? Nö, ist ja nicht so schlimm. Ja. Kannst sagen, von machst du einfach die nächste. Ja, brauchen wir einfach noch eine Pflanzkiste hin oder? Ja, genau, brauchen wir eh nachher. Wir oder wenn es geerntet ist halt, ja. Das ist ja alles gar kein. Oh, wir haben noch einen Waschzuber und eine Wäscheleine, die wir uns reinstellen können. Das wurde dann schon. Achso, habe ich das Futter schon eingesammelt? Ging ja so schnell, ja? Okay. Ja, das ploppt das automatisch an. Okay, gut. Was ist denn Tierfutter an, theoretisch? Das ist süß alles. Ich bin gerade so, bin wieder wie so ein kleines Kind, so. Boah! Boah! So schön. Boah. Das Wasser sah hier auch eben so pretty aus, irgendwie. Also, das ist eine schöne Stelle, die wir gefunden haben. Ich brauche meinen Sauger. Ich fand das so bei Palworld ja so witzig, weil da haben viele ja auch irgendwie sich direkt so die, die erste Stelle genommen, die man halt da findet, so, ne? Das erste Gebiet, wo man sich da niederlässt. Und dann dachten viele so, ah nee, ich gehe da mal ein Stück weiter, ich bin mal ein bisschen edgy und gehe mal ein Stück weiter. Nimm da echt nicht die erste Stelle. Und dann kam ja die Stelle mit dem alle waren mit der Stelle mit dem Wasserfall. Und alle haben gemerkt, irgendwann so, ja, bin wieder umgezogen, Wasserfall ist scheiße. Ja. Das hatte ich bei Ark, bei meinem ersten großen Server-Ark-Projekt, wo ich dann dabei war, also nicht selbst gemacht habe. Habe ich mir auch so eine richtig geile Stelle gesucht. Es war so geil, sah das aus irgendwie. Und ein bisschen erhöht alles auf so einem Hügel drauf und neben mir ein Wasserfall. So. Nach spätestens 2 Stunden hatte ich echt die Schnauze voll. Ja. Das war richtig unangenehm. Ich werde mal hier Kevinius füttern. Ja! Okay, er schmeißt seinen Kopf literally aufs Essen. Er ist satt. Gut. Ach ja. Mal irgendwo war doch hier freier Modus LB da. Man kann auch Sachen dann einfach frei aufstellen, ohne dass man, dass sie so anders. Und was habe ich denn? Geht dann jetzt? Ah ja. Ingram. Ach, ging das? Okay, das, ich hatte bei dem Pflanzkasten, da habe ich mich ein bisschen geärgert, dass ich das nur so in so einem kleinen Winkel drehen kann. Beim Pflanzkasten weiß ich es nicht, aber ich denke schon, also im Winkeln drehen ist immer noch quasi, aber die snappen auf so ein inneres Grid an quasi und das kann man dann ausstellen. Ach, hier kann man... Am Boden. Ja, hier ist so ein kleines Zuhause, ich glaube von den Krabben oder so. Und da kannst du halt auch Futter spenden sozusagen. Mhm. Ich hätte jetzt auch die Krabbe füttern können, die gerade auf mich zuläuft. Die habe ich eigentlich gesucht, aber ich war jetzt neugierig auf dieses Häuschen. Und das, da fühlt sich da so ein Balken. Genau, und dadurch kannst du... Geh mal auf die Karte, dann siehst du das, glaube ich. Ich meine, da habe ich das gesehen. Ich kann jetzt auch nicht mehr alles 100%ig erklären. Aber auf der Karte kriegst du dafür Boni, wenn du eine bestimmte Anzahl an Tieren gefüttert hast, glaube ich. So. Und das Rauszoomen ist so ungewohnt platziert für mich auf der Karte. Beim Controller. Ich bin das irgendwie vor allem Rechten gewohnt. Ist es für mich invertiert, habe ich das Gefühl. Ja, es ist invertiert. Ja, ja. Deswegen fühlt es sich, glaube ich, auch so komisch an. Ja. Eigentlich ist man es anders gewohnt. Andersrum gewohnt. Diese kleine Wäschestelle. Oh mein Gott, ist das süß. Oh Gottchen. Da kommt jetzt, ich habe gerade alles gesammelt für den Eimer. Oh Gottchen. Das ist so klein. Also Eimer und Wäschestange sind natürlich unabhängig voneinander. Aber alles gibt uns halt einen Bonus beim Schlafen. Ach, ich muss Öl machen. Deswegen.
hergestellt. Warum nicht? Kann ich mir anders herstellen? Hab ich nicht genug? Oh, nicht. Okay. Schon so ein Stein liegt und sich mir in den Weg legt, dann muss er halt auch damit leben, dass ich ihn wegnehme. Wo ist gedacht, wir können gleich mal pennen gehen. Dann haben wir die Quest auch weg. Es ist schon sehr süß. Was da noch dazu kommt, ist auch so süß. Also ganz viele total süße Sachen. Aber ich sag mal so, es gibt nachher eine Scheune. Und ich sag mal, also unser Schlafplatz plus der Schuppen passen beide in die Scheune rein. Wir könnten nicht einfach drüber spielen. Okay. Also das meine ich mit, es wird sehr groß. Ja. So, komm, lass uns mal schlafen gehen. Dann wird's auch wieder hell. Klung. Wie steige ich nochmal aus? X gedrückt halten. Ah. Ist klar. Ich würde meinen Mech gerne pimpen, so mit einer Playstation und. Kommt noch. Einem Monitor und so. Drei Monitoren bitte. Ah ja, steht auf 2 von 2, das ist cool. Ja. Es liegt jetzt schon wieder. Weiß gar nicht, ob es Frühling und Klack und so geht. Also, wie heißt denn das? Jahreszeiten gibt? Ob es Frühling und sowas gibt. Why don't we try and plant some seeds today, huh? Always good to have more crops in the harvest cycle. Was, die müssen wir fangen? Ja. Ich war das mit dem Sauger? Bin gerade nicht sicher. Wo sollen die wieder sein? Die fliegen hier rum. Da sind sie, diese wieder herumfliegenden. Ah, ja. Ach, tauchen die immer über hier so Pflanzkästen und sowas auf? Ja, also du kannst es, glaube ich, dann irgendwann auch räumen. Also du kannst dann nur Sachen hinstellen und so, die dann dafür gelten, dass sie dann halt dass sie nicht mehr kommen und so, sondern also seltener kommen. Aber die droppen schon eher in der Nähe von Pflanzenkäst, also ja, da wo du Sex und so. Aber eine coole Idee eigentlich. Nice one! Es ist halt ein gutes Tutorial bisher. Ja, es ist ein tolles Tutorial. Also man macht die Dinge direkt, irgendwie wird direkt eingeführt, man wird nicht überwältigt, das ist natürlich trotzdem viel so, aber also ich fühle mich jetzt nicht überfordert. Hab trotzdem genug Zeit irgendwie für alles und man lernt direkt so, jetzt kommen hier so Samen runter, die scheinen meinen Pflanzen zu schaden. Okay, da muss ich die wahrscheinlich irgendwann mal überdachen oder irgendwas in der Richtung finden, wodurch die nicht mehr beschädigt werden. Ja. Mal cool. So, sind wir hier soweit fertig? Gut. Dann würde ich sagen, nochmal Wasser holen. Und dann nochmal die Kiefernhöhlen herstellen. Glaube ich, bin sogar ein Wasser voll. Kann ich meinen Wasserstand auch irgendwie überprüfen, ohne dass ich im Wasser stehe? Also ich habe unten diesen Balken, aber stimmt, der wurde nicht angezeigt. Warte mal. Boah, ich habe eine Aluminiumstange bekommen von dem Krabbling, ey. Der hat gegönnt. Weil ich den gefüttert habe. Wasserstand konnte man irgendwo sehen, aber ich bin mir sicher, dass man den irgendwo sehen konnte. Ich weiß nicht wo. Wir haben auch wieder, wenn wir was Neues einsammeln, bekommen wir dadurch neue Rezepte. Sieht man unten links, das leuchtet ein Ausrufezeichen über B. Ah ja. Weil wir irgendwas Neues eingesammelt haben. Verbesserungsdepot. Montagegerät. Ja, brauchen wir alles später eh noch. Kommt alles noch. Muss ja. Machen. Ja, Verbesserungsdepot wird das erste Sci-Fi-Ding.
cool. Richtig Bock. Im Schlauch gibt es eine Anzeige, wurde so gerade gesagt. Ja, wer ist im Schlauch? Ah ja, 50 unten da. Ach, das ist das Wasser. Ah, ja, ja, ja. Okay, logisch, ja. Fest. Ja, ich habe immer die. Stimmt, unten ist auch der Balken, sehe ich gerade. Okay, gut. Ich glaube, ich habe immer falsch geguckt. Ich habe den Erntesauger ausgerüstet gehabt irgendwie. Und das ist ja logisch, dass er da nichts anzeigt. Ja. So. Ja, also jetzt habe ich auch geguckt. Ja. So, hier ist auch nochmal Wasser. Da müssen wir hier hin. Aber hier sind ja schon die Hügel. Ein schöner Teich. Ja. Gar nicht so weit weg von uns. Da werden wir definitiv noch hinkommen mit unserer Farm. Von der Größe her. Ja. Ich weiß halt nicht, wie groß die großen Pflanzkästen sind. Die habe ich noch nicht gesehen. Ich kenne nur die kleinen. Also das, was wir jetzt sehen, ist das, was ich in der Demo gesehen habe. Die kleinen schon. Also im Vergleich zu anderen Games dieser Art sind die kleinen schon relativ groß. So. So die Größe, die man, glaube ich, bei Raft dann groß hatte. Ja, bei Raft, also man muss ja alles ein bisschen hochskalieren. Ja, ja. Weil man ja hier eine Mac rumrennt. Ja, das stimmt. Das muss ja auch alles ein bisschen und so, also ich stell mir auch vor, wie du mit so einem Max und kleines B zusammenfummelst. Ja. Aber ich finde es so geil, was du mit den Größenverhältnissen hast. Also du hast halt, klar, ne, das ist alles so riesig von den Geräten und Gebäuden her. Und dann hast du diese diesen kleinen Wohnraum, dieses kleine Zelt, wodurch du jetzt da siehst, der stimmt, ich bin ja nicht der Mech selber, so, sondern ich bin ja selber eigentlich voll klein, so im Vergleich. Nicht so gut. So. Weil du siehst ja hier zum Beispiel diese schwarzen Wappen hier. Das ist jetzt ein Aluminium-Ablagerort und das zum Beispiel wächst nicht, weil hier das Ökosystem gestört ist durch diesen Schleim. Ach so. Mhm. Und deswegen wachsen hier keine Ressourcen, die hier eigentlich wachsen würden, die wir dann ja brauchen, um weiterzukommen. Ja. Und deswegen müssen wir hier erstmal dingsen. 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 Wir dingsen. Rote Farbblume, komm her. Plopp. Das ist alles so smooth, ey. Wir können uns übrigens gleich, auch wenn es ein bisschen offen ist, ein bisschen aufteilen, ne? Dann sind wir schneller. Ja, ja. Dann lieber unten waren wir irgendwie schon, glaube ich. Nee, links dran. Genau, ne. Ist auch nochmal Wasser hier vorne. Ein Ping hätte ich gerne. Also ich bin so gewohnt aus Spielen, dass man pingen kann. Aber das wäre ganz gut, das stimmt. Ui. Kann man sich denn Dinge auf der Karte markieren eigentlich? Markierung setzen, Tatsache. Hm, nett. Sehe ich die auch? Das ist interessant. Ich markiere mal irgendwas hier in den Kieferhöhlen. Ich habe jetzt da so eine Markierung gesetzt. Sehe ich, die blaue Markierung. Achso, weil du blau bist. Und wenn ich jetzt markiere, dann siehst du es gelb. Meiner Farbe. Geil. Markierung entfernen, Y. Okay. Ja, nice. Ja, dann geht das gut. Man kann scheinbar auch mehrere Marker setzen, das ist ein bisschen so, weil man die auch entfernen kann. So, ich weiß an die andere Richtung, genau, da rennst du gerade hin, da ist ein bisschen was. Wir kommen dann ja auch gleich mal zu der Ruine, da sagt dann halt gleich Piper und Maus. Auch mal erfrischend, dass so ein Verfall dann auch so gezeigt wird und nicht einfach das Spiel sagt, wie gefühlt jedes zweite Cozy Game, ja, da ist so ein Nebel und der ist so böse und deswegen kannst du da nicht weiter oder deswegen kriegt man dann da Miasma. So, weil das ist so ein Prinzip. Oder welche Dornen irgendwo, weil sie einfach nur irgendwas versperren oder keine Ahnung. Dass sie halt wirklich so, ne, sich die ganze Landschaft wirklich so ändert auch und Texturen sich komplett ändern, das finde ich echt cool. Ja. Aber ich brauche Wasser. Ich glaube, die Texturen ändern sich tatsächlich nicht, aber eben so. Ja, ja, Texturen nicht, aber das ist zumindest die Farben und so halt. Mhm. Wollen wir zusammen mal ganz kurz zu der Ruine gehen, weil dann redet gleich Piper und dann unterbrechen wir uns gegenseitig. Ja. Das hier gerade hier vorne ist. Können wir machen. Hier habe ich einen Bug gehabt, den kann ich dir gleich mal erklären. Dazu muss ich das Spiel neu starten. This old thing caught your eye, huh? It's an ancient megastructure. No way to tell what it was built for. Maybe it's just a huge art installation. Either way, it's no matter now.
For all intents and purposes, it's just another mountain. So, und hier gab es so Energiekristalle hier irgendwie. Die hat man hier drin gefunden. Ja. Und die Energiekristalle muss man aber abbauen. Hier zum Beispiel ist einer drin. Wenn du jetzt aussteigst und reinguckst, dann siehst du es. Haben wir Artefakt gefunden. Ich weiß nicht, wie ich das aufnehme. Ja, genau. Mit X. Achso. Ja, hier drin ist halt auch so ein Artefakt. Seltsamer Steine sind hier drin. Und die muss man halt abbauen. Das Problem war bei mir, als ich ausgestiegen bin, hatte ich die Spitzhacke nicht mehr in der Hand. Und ich hatte aber auch vergessen, dass ich überhaupt die Spitzhacke am Anfang in der Hand hatte, weil ich war ja super schnell im Mech drin. Ja. Und dann habe ich nicht gewusst, wie ich hier rankommen soll, um diese Steine abzubauen. Und dann bin ich nicht weitergekommen. Ja, also okay. Ich weiß nicht, was passiert, wenn man diese, wenn man mehr von diesen Steinen hat. Ja, okay. Davon gibt es nämlich noch einige. Nice found. Ja, die hat richtig diesen texanischen Akzent. Oder Dialekt in dem Fall. Irgendwie Steine da. Ja, ich glaube, dafür muss ich mit dem Mech mal nach oben. Wird schon wieder Nacht. Nice found. Nice. Hier unten in der Höhle warst du drin, ne? Schon? Nee. Ich war gerade oben und da sind Eier, aber die konnte ich mit meiner Spitzhacke hier nur durch die Gegend bieten. Deswegen wollte ich mal gucken, ob ich mit dem Mech da hoch kann. Einsaugen quasi. Die sind halt sehr. Also es sind wirklich so drei Eier und die hat er eben jetzt gerade durch die Gegend geschleudert. Gucken, ich weiß gar nicht, ob ich da hochkomme. Mit dem Mech. Also. Zur Not steigst du aus und tust X, dann stell dich wieder hin. Kann nichts kaputt gehen. So. Aber sieht gut aus. Holen kann. Oh, die sammeln wir. Oh, ja. Versteinerte Eier. Man kann die halt als kleiner Charakter halt nur nicht mitnehmen, scheinbar. Also, die habe ich eben weggelegt. Ja, Standard-Eier. Ja, nice. Ich bleibe mir Blühe. Möchtest du hier mit rein? Oder soll ich einfach mal gucken? Ich komme mit rein. Okay. Kurz mal parken hier. Piep, piep, piep. Man kann daher seine Mechs auch individualisieren. Mhm. Natürlich. Also du kannst kein Mech-Spiel rausbringen, ohne dass du den Mech individualisieren kannst. Ja. Wie cool das hier drin aussieht. Ja. Ui. Ah, hier ist noch ein bisschen. Cola-Ablagerung. Oh. Ah. Die lässt sich aber. Das dauert aber auf jeden Fall einen Moment. Ja, du brauchst halt eigentlich. Also mit dem Mech geht's halt natürlich schneller. Ja. Du brauchst den Mech, um das einzusammeln. Ja, du kannst es halt greifen. Mit LT gedrückt halten und dann kannst du es rausbringen. Ach ja, stimmt. Das war ja das. Ja. Das ist zu lange nicht gemacht und dann direkt schon. Aber wenn du drüber hast, dann sieht man es auch. Also man wird immer mal wieder dran erinnern. Ja. What a fascinating discovery! What a fascinating discovery! Das ist so geil, ey. Oh, ein Fossil! Da, 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 da. Cool. Kann ich das an den Mech reinjieten oder wie funktioniert das? Einfach da vorlegen und dann musst du es mit dem Mech aufsaugen. Ach so. Würde ich mal sagen. Ist jetzt meine Idee gewesen. Ja. Ich hab's jetzt auch noch nicht. Mein Mech steht da auch, als wäre da gerade, keine Ahnung, als wäre einfach Britney Spears auf der Bühne und würde gleich irgendwas. Weiß ich auch nicht. Oh, Baby. Hüfte, schwingt die Hüfte gerade irgendwie so ein bisschen. Einfach check deck, Alter. Hit die Baby one more time. Oh, richtig geil, ey. Oh, der muss dann auch so einen Messertanz machen wie Britney. Also man kann übrigens über die Kohle auch einfach rüberlaufen, nimmt das ja auch auf. So. Ah, dann ist die Höhle eigentlich. Oh, Ancient Ruins. 7 von 9 Artefakten. Das steht da unten links gerade. Achso, das heißt, dann fehlt da noch was. Irgendwo fehlen es noch zwei, ja. Hier ist auf jeden Fall noch eine Farbblume. Lass mal. Also, wir müssen natürlich dich alles ausbeuten, wo es nur geht, ne? Das ist natürlich klar. Ich bitte dich. Ich schmeiß es hier mal hin einfach. Jetzt kommen wir
Wir müssen es gleich finden, aber. Wir wissen auf jeden Fall, dass wir hier noch was zu tun haben. Wir werden eh gleich nach Hause geschickt, beziehungsweise zurückgesetzt. Na, dann müssen wir gleich nochmal herkommen und wieder Sachen einsaugen. Ne? Ja, wie gesagt, du kannst einfach drüber laufen, dann sind sie meistens eigentlich. Laufen wir über das Artefakt rüber, das ist. Insektenfossil, über das Fossil rüber. Damit es nicht hier rumliegen bleibt, wenn wir zurückgeportet werden. Falls sie zurückgeportet werden. Ja, ja. Hier war es, glaube ich. Nee, hier ist auch noch eins. Ah, hab noch eins gefunden. Fehlt nur eins. Ich hasse es, wenn noch eins fehlt. Was ist das denn jetzt? So ein Blüten-Iglu? Das ist wieder ein. Zu Hause von Tieren. Ah, okay. Ein Artefakt muss er sein. Ja, wir haben schon gesehen, es lohnt sich auch richtig in den Ecken zu gucken. Da scheinen sich manchmal deine Fossilien zu verstecken und sowas. Ja, Fossil habe ich noch gar nicht gesehen, stimmt. Ja, es war dann oben auf irgendeiner kleinen Fels, so einem kleinen Felsvorsprung, nur wirklich so ganz klein. Ja. Ah, oh, da habe ich ja richtig Bock drauf, ey, die ganzen Sachen zu finden. Also, ich hoffe ja, dass die Ruinen vielleicht sowas wie Rätsel sind oder sowas, so Rätselräume, die man da machen kann. Mhm. Das wäre ziemlich cool, ne? Einfach nochmal ein anderes Spiel dann, dass du nicht rumrennst und farmst, sondern halt auch nochmal was anderes hast hier. Aber wie gesagt, das habe ich in der Demo nicht mehr gespielt. Ich finde es auch schön, dass einem das immer durchgehend angezeigt wird, wenn man in einem Bereich ist, wo es Artefakte gibt. Und der, ich sehe gerade, er blendet das auch aus, wenn man dann sich außerhalb des Bereiches bewegt. Ja. Und man sieht aber immer so, wie weit der eigene Fortschritt ist. Und ich muss nicht irgendwie extra noch in mein Menü reingehen, um zu gucken, welches, was habe ich denn jetzt hier schon komplett und was nicht. Das ist immer Pain sonst, finde ich. Aber das Schlimmste ist, wenn du sagst, so, finde neun Artefakte. Und dann musst du in dein Inventar gehen und gucken, wie viele Artefakte du hast. Ja, schrecklich. Ganz ist schrecklich. Vielleicht geht's hier oben was. Ich bin hier bei dir, oder? Mal die Büsche wegmachen. Kann man vielleicht verstecken, sind wir allerdings auch hinter den Büschen. Yeah. Also wir pflanzen ein paar dann runter jieten hier. Das ist so geil. Einmal alles runterknallen. Mega gut. Ach, das ist so geil durchdacht alles, ey. Ich bin ein Fan. Ich bin ja schon Fan.